Dokumentarfilm Tiefer Staat. Der tiefe Staat. Nach der Ermordung des deutschen CDU-Politikers Dr. Walter Lübcke Anfang Juni 2019 überschlugen sich wochenlang die Meldungen über die Hintergründe der Mordtat. Als Tatmotiv gilt Hass von rechts, den sich Lübcke durch eine Äußerung im Jahr 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zugezogen haben soll. Sofort haben die Leitmedien ein fixes Bild vermittelt. Der Rechtsterror ist die Gefahr Nummer eins. Noch in den 1980ern wurde der Linksterrorismus als Staatfeind Nummer 1 bezeichnet. Wie konnte sich die öffentliche Sichtweise um 180 Grad drehen? Sollen hier möglicherweise die Feindbilder Rechtsterrorismus und Linksterrorismus von ganz anderen Kräften ablenken, die im Hintergrund den Rechtsstaat und die Demokratie torpedieren? Der renommierte Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser spricht in diesem Zusammenhang vom sogenannten tiefen Staat, der mit verdeckter Kriegsführung und Operationen unter falscher Flagge die demokratischen Strukturen weltweit unterwandert hat. Diese Sendereihe widmet sich der Aufdeckung von Mechanismen und Instrumenten dieser Unterwanderung. Was ist der tiefe Staat? Der Begriff tiefer Staat beschreibt seit den 1970er Jahren demokratisch nicht legitimierte Macht- und Entscheidungsstrukturen in Geheimdiensten, Militär, Politik und Justiz. Seit den 1990er Jahren wurden weltweit agierende Netzwerke enttarnt, die im Verborgenen die Interessen einer heimlichen Machtelite verfolgen. Egal welche politische Partei aktuell regiert, unter dem Deckmantel der Demokratie wurde und wird unbemerkt die Verwirklichung lang angelegter Pläne vorangetrieben. Das Ziel sei die Machtausweitung und Geldanhäufung bei den global dominierenden Familien wie zum Beispiel Rothschilds und Rockefellers. Die Mittel sind das durch FED und EZB dominierte Finanz- und Wirtschaftssystem und die von Geheimdiensten initiierten Kriege, Krisen und Terroranschläge. Zur Verschleierung der Ziele und Mittel wird die öffentliche Meinung über Thinktanks in enger Zusammenarbeit mit den Leitmedien derart manipuliert, dass selbst menschenfeindliche Handlungen als moralisch berechtigt empfunden werden. Die sichtbaren und unsichtbaren Akteure im tiefen Staat werden durch ein Belohnungs- und Erpressungssystem gesteuert. Wer nicht kooperiert oder die Machthierarchie gefährdet, wird im Ruf ruiniert, mit Sanktionen belegt oder ermordet. Verschwörungstheorie? Nein, sondern knallharte Verschwörungspraxis der Machtelite. Und deren Wunderwaffe ist der tiefe Staat. Jahrhundertalte Geheimpläne. Man kann die Weltgeschichte in ihrer vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung nur verstehen, wenn man begriffen hat, dass es nebst unseren sichtbaren sozialen Systemen wie Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Militär, Religion und so weiter auch noch geheime Gruppierungen und deren Systeme gibt, die aus dem Hinterhalt heraus operieren. Sie haben mächtigen Einfluss, stellen die Weichen auf allen Ebenen und so herrschen und regieren sie, ohne dass die hart arbeitende Weltbevölkerung sie wahrnimmt, geschweige denn kennt. Es sind Gruppierungen, die mit großem Geschick längst die Weltfinanzströme unter ihre Kontrolle gebracht haben und auf diesem Weg Einfluss auf jedes Land der Welt ausüben. Sie manipulieren jede Politik, jedes Militär, jedes Wirtschaftssystem, jede Wissenschaft, jede Kultur, Religion, Ideologie und was es sonst noch so alles gibt. Sie operieren für das menschliche Auge unsichtbar. Schon seit Jahrhunderten arbeiteten diese Gruppierungen im Geheimen Strategien und Pläne zur Beherrschung der gesamten Welt aus. In ihrem Bewusstsein zählen sie sich zu keiner einzigen Nation oder Rasse dieser Welt. Die Welt selber ist ihr Fokus. Sie möchten weder über ein Dorf noch über eine Stadt oder irgendein Land herrschen. Noch nicht einmal über einen oder zwei Kontinente. Sie streben vielmehr nach der ultimativen Weltherrschaft.
Und um dieses unfassbare Ziel zu erreichen, entwarfen sie von Anbeginn Pläne, wie ihre geheime Organisation über sämtliche Länder der Erde Herr werden kann. Die einzelnen Länder und Kontinente sind für diese Global Player nichts weiter als seelenlose Spielfelder auf ihrem Monopoly-Spielbrett. Die hart arbeitenden Völker sind für sie lediglich interessant und nützlich, aber in ethisch-moralischer Hinsicht völlig bedeutungslos. Ihr Denken entspricht also nicht dem des allgemeinen Volkes. Normalsterbliche denken in aller Regel kaum weiter als nur gerade vor ihrer Nasenspitze. Diese in Geheimbünden organisierten Manipulatoren dagegen denken in Jahrzehnten und Jahrhunderten. Um auch nur schon eine einzige Großmacht unter Kontrolle bringen zu können, opfern sie, ohne mit der Wimper zu zucken, ganze Länder und Kulturen. Um aber sämtliche Länder und Großmächte dieser Welt beherrschen zu können, schrecken sie nicht davor zurück, dieselben zuvor allesamt zu destabilisieren. So organisieren sie Chaos, fiktive Bedrohungen, Kriege und Terror aller Gattung. Und dies bringen sie leicht zustande, weil sie über Billionen Budgets verfügen. Es geht um gewissenlose Finanzoligarchen, die schon seit es Geld gibt, nahezu den gesamten Geldfluss der Erde in ihre privaten Hände manipuliert haben. Ihre Gründer waren gleichsam die Erfinder des Geldes. Sie haben das Geld mit keiner zweiten Absicht erfunden, als über den Zins- und Zinseszinsgeldfluss alles beherrschen zu können. Seit auch Staatsleute sich ihr Geld borgten, manipuliert dieser Geld- und Wirtschaftsgeheimbund unsere Politiker und sichtbaren Vorsteher frei nach Belieben. Ihre Organisationen nehmen schon seit mehreren hundert Jahren Einfluss auf alle Länder der Welt. Wir fassen bis hierher zusammen. Man kann den nachfolgenden 100-Jahre-Rückblick politisch-militärischer Entwicklungen auf dieser Welt nur verstehen, wenn man begriffen hat, dass es in Geheimbünden organisierte Oligarchien gibt, die strategischen Jahrhunderten denken. Um die Völker der Erde beherrschen zu können, planen sie in Jahrzehnte- bis Jahrhundertprozessen die strategische Zerstörung aller Groß- und Kleinmächte. Zuweilen planen sie Völkerschicksale wie etwa drei Weltkriege, wie sie schon 1871 durch Albert Pike, einem 33-Grad-Freimaurer, klar skizziert wurden. Zuerst müsse ein erster Weltkrieg dazu dienen, das zaristische Russland zu stürzen, ein zweiter Weltkrieg müsse zur Gründung des Staates Israel verhelfen und den Kommunismus stärken. Ein dritter Weltkrieg müsse seinen Anfang durch Kontroversen zwischen muslimischen Führern und dem politischen Zionismus nehmen. Der Rest der Welt soll jedoch bis zur restlosen Erschöpfung auf allen Ebenen in diesen Konflikt hineingezogen werden. So der satanische Plan des 33-Grad-Freimaurer und Satanisten Albert Pike 1871. Wie der tiefe Staat Einfluss auf die Politik nimmt. Laut verschiedenen Zeugenaussagen beeinflusst der tiefe Staat fast überall die Politik durch Erpressung. So sagte ein Beamter des US-Innenministeriums im Jahr 2017 anonym aus, dass weltweit Staaten und Geheimdienste in pädophilen Netzwerke verstrickt seien. Politiker, die pädophile Tendenzen haben, würden bevorzugt für die Macht herangezogen, weil sie dadurch später erpresst und kontrolliert werden könnten. Als Beispiel nannte dieser Insider die sogenannte Lolita-Insel des kürzlich verstorbenen pädophilen Milliardärs Jeffrey Epstein. Die mit Videokameras übersäte Insel diente dazu, mächtige Politiker in ein Erpressungssystem zu locken. Dies bestätigte der Ex-CIA-Agent Robert Steele. Es gibt Videos von einigen der mächtigsten Leute in den erniedrigendsten Situationen. Dass diese Praxis schon länger gebräuchlich ist, bestätigt unter anderem auch der Bericht der amerikanischen Autorin Kathy O'Brien. Sie und ihre Tochter seien bereits als Minderjährige von amerikanischen Elitepolitikern Ford, Reagan, Bush, Cheney, den Clintons abartig sexuell missbraucht worden. Durch diese Verstrickung in pädokriminelle Praktiken können Politiker durch einmal aufgezeichnete Videos ihr Leben lang erpresst und dadurch gefügig zur Umsetzung der Agenda des tiefen Staates gemacht werden. Tiefer Staat, Beispiel 1. Verstrickungen deutscher Staatsorgane in den Fall NSU.
In den Jahren 2000 bis 2006 wurden die sogenannten Dönermorde begangen, für die man ausschließlich die rechte Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, um Beate Zschäpe verantwortlich machte. Verschiedene investigative Journalisten, wie zum Beispiel Jürgen Elsässer, untersuchten den Fall, indem sie unter anderem Gerichtsprotokolle auswerteten. Es kam zum Vorschein, dass staatliche Organe, wie zum Beispiel der Thüringer Verfassungsschutz, in den Fall NSU involviert waren. So war der Verfassungsschützer Andreas Temme nachweislich am Aufbau des NSU-Netzwerks und direkt oder indirekt an der Ausführung der genannten Dönermorde beteiligt, was aber juristisch nie gründlich aufgearbeitet wurde. Dem Thüringer Verfassungsschutz ist nachzuweisen, dass er maßgeblich an der Finanzierung und dem Aufbau des rechten Netzwerks um den NSU herum beteiligt war. Auch fand im Umfeld des NSU ein rätselhaftes Zeugensterben statt. Besonders brisant ist die Tatsache, dass 19 Akten des NSU-Falles vernichtet und die verbliebenen Akten zunächst mit einer Sperrfrist von 120 Jahren belegt wurden. Diese Sperrfrist wurde nachträglich bis Jahr 2044 verkürzt. Versucht hier der deutsche Staat, eine Verstrickung in die NSU-Affäre zu vertuschen? Tiefer Staat, Beispiel 2. Mordfall Lübcke. Tiefer Staat in Aktion. Seit der Ermordung des CDU-Politikers und Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Walter Lübcke überschlagen sich die Meldungen und Kommentare über die Hintergründe dieser Mordtat. Laut offiziellen Angaben wurde Lübcke in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Anwesens durch einen Kopfschuss getötet. Der Täter soll ein Rechtsextremer namens Stefan E. sein. Als mögliches Tatmotiv gilt Hass von rechts, den der Politiker sich unter anderem durch eine Äußerung auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zugezogen haben soll. Obwohl die Ermittlungen bisher noch keine klaren Schlüsse zulassen, vermitteln die Schlagzeilen der Medien bereits ein fixfertiges Bild. Der Rechtsterror ist die Gefahr Nummer 1. Zweifelsohne ist tatsächlicher Terror aus Hass durch Rechts- oder Linksextremismus frag- und vorbehaltlos aufs Schärfste zu verurteilen und zu ahnden. Doch kann der gewaltsame Tod Walter Lübkes tatsächlich eindeutig und ausschließlich einem rechtsextremen Hintergrund zugeschrieben werden? Zumindest einige Zusammenhänge werfen gewichtige Fragen auf. Erstens. Gefunden worden sei der tote Walter Lübcke von seinem Sohn, der nicht etwa den Notarzt, sondern einen befreundeten Sanitäter von der gerade gegenüber stattfindenden Kirmesfeier herbeirief. Wie sich herausstellte, manipulierte dieser den Tatort, indem er Blut und damit möglicherweise auch sonstige Spuren beseitigte. Die erst viel später eintreffenden Rettungskräfte nahmen Walter Lübcke mit, wobei erst im Krankenhaus die Einschussstelle im Kopf entdeckt worden sein soll. Zweitens, Ex-Verfassungsschützer Andreas Temme, der bereits bei den Morden als rechten Netzwerks NSU, sprich Nationalsozialistischer Untergrund, zwischen den Jahren 2000 und 2006 eine dubiose Rolle spielte, wechselte später in die Regierungsbehörde von Walter Lübcke. Temme war nachweislich am Aufbau des NSU-Netzwerks und an der Ausführung der Morde direkt oder indirekt beteiligt. Die Mordserie an 10 überwiegend türkischen Opfern wurde ausschließlich dem rechten Netzwerk zugeordnet. Eine wirkliche Aufklärung der Morde wurde seitens des Staates massiv behindert. Ende 2011 vernichtete das Bundesamt für Verfassungsschutz mindestens 19 der brisanten Akten und auf den verbliebenen liegt eine Sperrfrist von 120 Jahren. Rund um den NSU-Prozess gab es ein auffälliges Zeugensterben von über einem Dutzend Personen. Denkwürdig ist, dass nun im Mordfall Lübcke erneut einer von Temmes V-Männern mit dem Beschuldigten Stefan E. in enger Verbindung steht. Drittens. Dem NSU-Untersuchungsausschuss lagen im Jahr 2015 Akten vor, in denen sich ein geheim eingestuftes Dokument mit relevanten Informationen zu dem im Fall Lübcke tatverdächtigen Stefan E. befand. Wie der Hessische Rundfunk berichtete, gäbe es im Landesamt für Verfassungsschutz jedoch keine Personalakte mehr über den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten. Die Fakten sind also alles andere als eindeutig. Dennoch wird ausschließlich gegen rechts ermittelt. Doch welche anderen möglichen Tatmotive gibt es im Mordfall Lübcke? Erstens, in Lübckes Regierungspräsidium werden unter anderem Genehmigungen für Windkraftanlagen erteilt. Im Zuge dieser Genehmigungen habe es in Lübckes Amtszeit immer wieder Konflikte gegeben
unter anderem, weil Lübkes Söhne selbst Betreiber mehrerer Wind- und Solarparks sind. Als Regierungspräsident genehmigte Lübke sehr engagiert Windkraftanlagen, unter anderem auch in bedeutenden Naturschutzgebieten, was ihm teils wütende Proteste einbrachte. Zweitens. Auch eine Bluttat der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta ist denkbar. Diese ist seit Jahren in Kassel aktiv. Der 'Ndrangheta ist nachzuweisen, dass sie vor allem über Windkraftanlagen Geldwäsche von Milliardenbeträgen aus Drogen, Waffen, Rotlicht- und Wettbürogeschäften betreiben, weshalb bereits 2013 eine bundesweite Razzia durchgeführt wurde. Zusammenfassend kommen verschiedene Aufklärungsplattformen zu dem Schluss, dass die Faktenlage im Mordfall Lübke äußerst unklar bis widersprüchlich ist. Dennoch werden bisher ausschließlich Rechtsextreme für den Mord verantwortlich gemacht und seitens der Politik schon mal Konsequenzen gezogen. So will Bundesinnenminister Horst Seehofer den Kampf gegen den Rechtsextremismus deutlich verstärken. In welche Richtung diese Konsequenzen aber eigentlich zielen, daran lassen Schlagzeilen wie diese keinen Zweifel. FAZ vom 19. Juni. Mord an Walter Lübke. CDU weist AfD Mitverantwortung zu. Oder Zeit Online. Annegret Kramp-Karrenbauer gibt AfD Mitschuld am Tod von Walter Lübke. Der haushaltspolitische Sprecher der SPD, Johannes Kahrs, fordert bei Twitter, AfD verbieten, dann AfD-Mitglieder aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Diese Äußerungen knüpfen an der kritischen Haltung der AfD zur Migrationspolitik der Bundesregierung an, die völlig undifferenziert mit Ausländerhass gleichgesetzt wird, welcher den Nährboden für diesen Mord gebildet habe. Solche zur großen Gefahr von rechts aufgeblasenen medialen Inszenierungen wie die NSU-Morde und der Lübcke-Mord sollen ganz offensichtlich als Rechtfertigung von Zensur, Überwachung, Sanktionierung und Verbot von Parteien, wie zum Beispiel der AfD, Aufklärungsbewegungen und freien Medien, bis hin zum Ausschluss von Systemkritikern aus der Gesellschaft dienen. Tiefer Staat, Beispiel 3. Instrumentalisierung des linken Terrors. Der Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniel Ganser legte in langjährigen Untersuchungen offen, dass seit 1944 auf Initiative der US-amerikanischen und englischen Regierungen in ganz Europa NATO-Geheimarmeen unter der Führung des CIA und des MI6 aufgebaut wurden. Diese Geheimarmeen, auch Gladio genannt, verübten zahlreiche Bombenanschläge, zum Beispiel auf den Bahnhof von Bologna und das Münchner Oktoberfest 1980 und versetzten die Völker so in Angst und Schrecken. In den 1960er Jahren entstand in Deutschland die Rote Armee-Fraktion, RAF. Diese gründete sich nach der Ermordung des Studenten Benno Ohnesorg, der am 2. Juni 1967 während einer Demonstration gegen den persischen Schah in West-Berlin erschossen wurde. Von staatlicher Seite her wurde vertuscht, auf welch skandalöse Weise Ohnesorg ums Leben kam. Und dass der Polizist Karl-Heinz Kuras, der ihn erschoss, gleichzeitig auch ein inoffizieller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR war. Die folgenden Ermordungen von Siegfried Buback, Jürgen Ponto, Hans-Martin Schleyer und Detlef Rohwedder wurden nie vollständig aufgeklärt, trotzdem aber ausschließlich der RAF zugeschrieben. Unter dem Schock der Anschläge konnten die Regierungen Antiterrorgesetze durchsetzen, mit deren Hilfe die Proteste gegen die amerikanisch-imperialistische Kriegspolitik oder die spätere Anti-Atomkraftbewegung verfolgt wurden. Somit bewahrheitet sich, was der US-amerikanische PR-Fachmann Edward Louis Bernays schon 1928 in seinem Buch Propaganda sagte. Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie bilden eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Es ist eine Strategie dieser Machtelite, das Volk möglichst im Unwissen zu halten. Daher ist es wichtig, sich der Existenz eines verborgenen sogenannten tiefen Staates bewusst zu sein und die Akteure zu entlarven.